Ja, man könnte auch nicht so viel machen. Ah doch, die Reif könnte man wechseln. Okay. Dann ich wechsle die Reif. Aber oh. Da hat er schöne Reife. Okay. Ah. Hallo Leute, willkommen zurück bei Red Talks für unser Let's Play Euro Truck Simulator 2 und neue Folge für euch. Und es geht los Richtung Korsika. Endlich mal, oder? Es war lange Zeit, dass ich aber auch gesagt, ich sollte nach Korsika alles noch sehen. Okay, es geht los mit unserer Rohbagger. Okay. Jetzt machen wir wieder Nachtschicht. Es war auch lange Zeit, wo ich bin auch nicht mehr Nacht gefahren. Und sowieso, wir haben jetzt auch wieder Modstellen. Hoppla. Langsam. Jetzt bin ich mal gespannt, wo ich soll fahren. Ah ja, Bitte rechts halten. Richtung Marseille. Okay. Psychisch ist erlaubt, okay, aber da fahre ich auch viel zu schnell. Bitte links halten. Okay, bitte links halt, aber da fahre ich auch viel zu schnell bestimmt wieder. Okay. Ich mache auch die Tempomat wieder. Und ja, ich habe auch nicht getankt, weil ja, es war auch keine Tankstelle. Ich sollte auch aufpassen. Irgendwann wieder tanken. Und ich bin noch nicht in diese Richtung gefahren, bis Korsika. Dann mal sehen, wie das ist. Marseille, okay. Nein, wir fahren nicht nach Marseille. Oder doch? Es kann sein, dass ich muss trotzdem nach Marseille fahren. Rechts halten und dann Okay. Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Das war auch knapp. Ich habe auch keine Ahnung. Ah. Wir sind dann direkt in Marseille, okay. Aber wie geht Am das weiter? Kreisverkehr zweite Ausfahrt Okay. nehmen.
Kreisverkehr. Zweite Ausfahrt, okay. Nimm diese Ausfahrt. Ja, danke. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Boah, ich muss sagen, der Volvo, wenn ich bremse, immer diese Ausfahrt. Sie sehen auch, dass die Kabine, die bewegt sich einfach voll nach vorne. Man denkt doch, vielleicht der LKW kippt doch um. Okay, 50 ist erlaubt. Aber demnächst links abbiegen. Ah, ich soll nach links, okay. Aber ich soll tanken. Biege nach links ab. Ja, erstmal gehe ich mal tanken und Route neu berechnen. Weil ich habe Angst mit meinem Tankvorrat. So, jetzt tanke. Oh, hallo? Ich will doch tanke. So, tanke, ja, weil das ist sehr wichtig. Bevor dass ich aber auch keine Benzin mehr, dann passiert auch sehr, sehr viel. Ja, fast 500 Liter habe ich auch gebraucht einfach. Okay. Oh. Okay, jetzt Achtung. Es wird gefährlich. Okay, aber scheint alles okay. Und ich muss hier nach rechts, okay. Hier, nein, die nächste. Demnächst rechts abbiegen. Ja, okay, der nächste rechts abbieg. Biege nach rechts ab. Ja, gern. Aber die Polizei, ja, okay. Immer geradeaus. Okay, immer geradeaus. Ich glaube, wir sind am Hafen von Marseille. So, an der Hafen. Oder wir sind noch nicht. Okay, ich habe auch keine Ahnung. Es ist alles dunkel. Man könnte auch nicht etwas erkennen. Okay.
Ich fahre auch langsam, ich fahre auch nicht so schnell. Boah, aber die haben auch wirklich das gut gemacht einfach. Ich kann mir vorstellen, dass tagsüber es ist etwas anderes zu sehen, ne? Am von Marseille. Zweite Ausfahrt nehmen. Gut, ich war auch einmal in Marseille damals. Aber ich habe auch nicht so viel gesehen von der Stadt. Aber so wie die haben das gemacht in einem Spiel. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Es ist sehr gut. Zweite Verkehr. Okay. Nimm diese Ausfahrt. Demnächst rechts abbiegen. Okay, demnächst rechts abbieg. Biege nach rechts ab. Okay, wir sind. Okay, was ist das? Ah, direkt. Ah, okay. Hoppla, hoppla. Okay. Motor aus. Und jetzt, man könnte nach Porto Vecchio. 14 Stunden. Oh, mein Liebe. Das habe ich auch nicht berechnet. Okay. Ja. Aufbrechen. 14 Stunden. Neu berechnen. Okay. Wir sind gerade jetzt im Korsika. Da bin ich mal gespannt. Aber jetzt, wir dürften auch nicht mehr so viele Kilometer so weit entfernt von unserer Lieferung sein. Demnächst rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Okay. Wow, Palme. Oh, okay. Ja, das habe ich auch gesehen. Dass sie haben auch sehr viele Palme im Korsika. Das wusste ich auch nicht. Palme und Sonne. Im Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. Und Sonne, okay. Nimm diese Ausfahrt. Ich könnte auch sowieso die Lichter ausschalten, ja. Ja, nicht so schnell fahren. Ja, wie gesagt, wir sind gleich am Ziel. Ah, schade, wir haben auch nicht so viel gesehen von Korsika. Kreisverkehr, zweite Ausfahrt nehmen. Aber das ist wirklich gut gemacht. Da muss ich zugeben. Diese Ausfahrt. Oh, okay. Oh. Bin ich richtig? Ja, okay, gut. Demnächst links abbiegen. Biege nach links ab.
Okay, wir sind schon am Ziel. Oh je, oh je, oh je. Das war Gewicht dazu. Es ist vorbei. Okay. Okay, es ist vorbei. Oft nicht mehr sicher geht, jawohl. Hoppla. Okay, darüber ist die. Ja, oh, ich bin falsch. Ah ja, ich bin falsch. Okay. Oje, oje, oje. Es wird auch kompliziert wieder. Okay, Moment. Okay. Aber oh, das ist nicht so leicht hier zu anliefern. Okay. Jetzt soll das funktionieren. Komm. Jetzt, jawohl. So, absatteln, jawohl. Und wir haben noch Zeit. Und da habe ich noch meinen Plan im Kopf. Ja. Es muss auch immer einen Plan geben, oder? Dass Sie haben noch Unterhaltung, Ihrer, mit mir. Okay, ausgezeichnet, ob fortfahrt, Level 30 jetzt mittlerweile. Oder bald? Okay. Gut, jetzt ist mein Plan wie folge. Ich habe ein paar LKW, so drei Stück, als Mods installiert bei mir auf meinem Spiel. Und ja, da möchte ich gern eine LKW kaufen, aber Teile mit einem Fahrer. Dadurch LKW-Handler, ja, okay. Und jetzt ja zum Mod-Handler, das habe ich auch nicht gewusst. Wenn man installiere an Mods für Euro Truck Simulator 2, wenn das sind fertige LKW, die kommen direkt zu einem Neuordner für dem Spiel und das ist auch gut. Okay, zum Mod-Handler. Okay. Was ich habe jetzt vor? Okay, es ist ein LKW, ein alter LKW, ein Scania. Scania Topline. Moment mal, das war diese nicht. Ich glaube, das war.
Weil ich habe drei LKW, die fertig sind. Moment. Aber ich glaube, das war diese. Ah, doch, das war ihr. Das kann ja R2009 Eigelein. Okay. Ausführung ändern. Ja, weil ich hätte gern so. Es ist von einer türkischen so Spieler, der hat diese LKW gemacht. Aber richtig cool, oder? Und das ist ein S500, okay. Aber da könnte ich noch was dran bauen. Okay, schaut ihr das an. Geil Effekt, geil Effekt. Okay, aber Interieur, ich möchte auch was wechseln. Erstmal die Interioris. Boah, bombastik. Okay, aber. Ah. Man könnte vielleicht. Okay, was könnte man hier machen? Ah, man könnte gar nicht etwas ändern. Okay. Das heißt, ich sollte mit diese LKW fahren und fertig. Okay. Gut. Es gefällt mir auch. Oder? Das ist eine tolle Sache. Okay. Er kostet auch nicht so viel. Gut, man könnte auch vielleicht die Farbe ändern. Weil ich sehe auch, dass ihm die Zubehör. Ja, man könnte auch nicht so viel machen. Ah doch, die Reif könnte man wechseln. Okay. Dann ich wechsle die Reif. Aber oh. Da hat er schöne Reife. Okay. Ah. Ja, ich kenne diesen Mods noch nicht, wie gesagt. Oh, aber okay. Die sind auch nicht schlecht. Aber die sind schlecht wegen Benzin. Benzinkost. Ja, sie sehen auch CU. Das wird auch viel Benzin kosten. Okay, gut. Egal. So, was könnte man dran machen? Okay. Da hat er auch schon. Okay, oh, man könnte. Ja, okay, gut. Nehmen wir so. Okay. Was haben wir darüber? Ich nehme das steuert. Ja. Ja, das wird bestimmt eine lange Part wiedergeben, jetzt dieses Mal. Aber ich habe auch Spaß. Und das ist auch nicht so oft bei mir, dass Sie sehen eure Mods. Ah, man könnte auch ihrer nicht etwas machen, okay. Was haben wir? Getriebe, okay. Motor, ah, schon voran, 500 PS. Fahrwerk, okay. Fahre raus, okay. Was könnte man noch dran stellen? Ja, ich glaube, man könnte auch nicht so viel ändern. Okay, gut. Aber gut, ich kaufe mal das ab. Bestätigt, okay. Kaufen, okay. Wo kommt dieses Fahrzeug? Er kommt nach Nantes. Wir sind erstmal im Korsika, aber im Nantes, jawohl. Okay. Weil ein Freiplatz. Ah, Ihre. Danke für Ihren Einkauf. Okay. Aber diese LKW möchte ich erstmal fahren. Das heißt, ich stelle trotzdem eine neue Fahrer, aber erstmal, Moment mal, wie war das? Ich muss noch sehen, wie das funktioniert. Garage Manager, ah ja. Und okay.
Kein Fahrer zugewiesen, okay. Aber wenn ich. Aha. Ah, ich könnte jetzt gerade. Okay. Okay. Welche Fahrer könnte ich anstellen? Egal auf welchen Preis, okay. Ich glaube, dass. Ah, er hat fast alle Lizenz, okay. Er ist gut. Bei dieser, okay. Ja, okay. Ich nehme dich an. Fahrer anstellen, ja, möchten Sie, jawohl. Okay, Moment mal. Jetzt geht das wieder los. Garage Manager. Okay. Du hast diese LKW, nein. Jetzt mal wechsel dem LKW. Einsteigen. Bist du sicher, dass du. Jawohl. Ich bin mir sicher, dass ich will. Und jetzt. Jetzt ist die Sache. Nochmal hat meine Fahrer jetzt der neue. Der Volvo. Und ich fahre jetzt diese neue LKW. Aber wie lang? Ja, ich denke mal, man fährt alle Runden mit. Und. Wenn das ist auch einfach. Ich denke mal schon. Okay, Moment mal. Jetzt muss ich auch wieder zurück in meinem Management. So, Fahrermanager. Jawohl. Jetzt fährt der neue meine LKW. Ist doch gut, oder? Er fährt jetzt meine neue LKW. Und ich fahre jetzt der neue, ja, der Scania. Und ja, okay, ich muss ihm auch sagen, ausgeglichen, nein, er ist sehr gut für die Just in Time. Ist das die Just in Time? Ja, das ist Just in Time Lieferung, okay. Okay, jetzt, oh, schaut ihr das an? Es sieht gut aus. Okay, aber normalerweise. Diese Mods hat auch einen Motorsound. Mods. Und das wird mal auch. Wow. V8 Motor. Oh, wie geil ist das? Da bin ich total, oh, begeistert. Okay. Jetzt fahren wir los. Cool. Okay, wir nehmen jetzt gerade eine Lieferung gemeinsam. Aber geil, oder? Okay, gut. Man könnte auch nicht etwas ändern. Ändert von dieser Ausführung. Das ein, der hat das komplette LKW gemacht. Okay, aber ich muss sagen, richtig gut, was der hat gemacht. Ne? Okay, jetzt gerade. Nehmen wir eine Lieferung. Okay, vielleicht die Reifen sind auch nicht so ihre Geschmack. Oder ich weiß es nicht, aber für mich ist alles okay. Okay, Auftragsangebot. Was soll eure Arbeit jetzt gerade mit dieser LKW? Und wer da eine kleine Lieferung machen? Ja, okay, gut. Mannheim, Luxemburg, ja, das könnte man machen. Es ist auch nicht so weit weg. Lass uns loslegen. Okay, lass uns loslegen. Biege nach links ab.
Ja, okay, wenn die Pickel. Ah, okay. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Wow. Dieser Motor-Sound. Biege nach Wow. rechts ab. Okay. Ich mache noch meine Sache weg hier. Oh, da war ich auch. Okay, aber das ist die alte Scania. Das ist die Scania, die man kennt einfach. Mit V8 Motor, aber wow. Der Motorsound dieser Bombastik, oder? Das ist eine pure Genieße. Okay, aber jetzt ich soll doch die Spiegel auch schauen. Demnächst rechts abbiegen. Der nächste. Biege Recht, nach rechts ab. okay. Oh, was ist hier passiert? Mein Motor hat sich ausgeschaltet, ja. Hier endet es. Okay, unser Angebot. Wow, weil der Motorsound ist richtig geil. So, Chrome-Dreiliner, okay. Da haben wir auch keine Änderung möglich, okay. Und ja, nach Luxemburg, okay. Dein Auflieger steht bereit. Ich bin mal gespannt, wie. Ha, wie cool. Ehrlich. Okay, aber ich bin falsch. Okay, Achtung. Fahrt vorsichtig. Fahrt vorsichtig, okay. Okay, jetzt wir Biege nach fahren. rechts ab. Links halten und dann links abbiegen. Links halt, okay. Ah, diese LKW, der ist wunderschön. Ich habe das gesehen und ich habe auch gedacht, oh, diese LKW möchte ich auch unbedingt haben. Biege nach links ab. Ja, ist das grün? Ja, okay. Demnächst rechts abbiegen. Okay, weil mit dem Motor, mit dem Motorsound, man denkt auch, ah, ich möchte auch einfach weiter diese LKW schiebe. Aber geil. Schreib ruhig in die Kommentare. Und wie Biege nach gesagt, rechts ab. das ist ein Türk, der diese ganze Mod gemacht hat. Aber Respekt. Und ich muss sagen, auch die
Fenster nimmt auch viele Effekte und raus. Das. Okay. Demnächst rechts abbiegen. Ich bin mal gespannt auf die Autobahn. Biege nach rechts ab. Okay. Na gut, für den Moment, ich bin noch nicht mal beim 60 km/h. Okay, jetzt stabilisiert meine Geschwindigkeit. Aber richtig gut, ey. Richtig gut gemacht, das muss ich zugeben. Aber wie gesagt, ich habe 3 LKW als Mods, diese und noch ein Scania und noch ein andere. Und da ist noch eine Mods, das muss ich noch ausprobieren mit Abroller. Aber gut, man könnte auch nicht diese Abroller Mods benutzen. So wie im Normal bei einem LKW-Abroller. Aber wirklich geil gemacht alles. Und es funktioniert auch super bei dieser neue demnächst links abbiegen. Version von Euro Truck Simulator 2. Okay. Biege nach links ab. Ohne Worte! Ohne Wort mit dem Motorsound! Okay, jetzt fahre ich schon mit 80. Man sollte auch nicht übertrieben. 60, 70, okay. Oh, aber hier ist Baustelle, ja, okay, aber gut, ich komme durch, oder? Ja, hallo Leute! Okay, ich überhole noch eine Kollegin bestimmt. Aber ich sehe auch schön, dass ihre funktioniert das gut, die Displayanzeige und darüber, ja, nicht so ganz. Oder ist das auch extra gemacht? Ich habe auch keine Ahnung. Aber Wahnsinn, Wahnsinn. Das macht jetzt Spaß wieder mit diesem Spiel. Gut, es macht immer Spaß mit diesem Spiel, aber. Wenn das gibt wieder etwas Besonderes, oh, da fällt man auch wieder gerade durch auf die Stuhl und sagt, oh, okay, ich möchte weiterfahren. So, ich war auch nicht so langsam, ich war trotzdem mit 80 Tempo.
Aber wirklich gut gemacht, diese Mods. Es ist nicht von dem Originalspiel gemacht, das ist jemand anderer hat das gemacht. So wie gesagt, eine Türk hat das gemacht. Respekt. Ja, Geschwindigkeit, ja, okay, gut, mal auch nicht. Es ist nicht so ein Problem. Okay, aber da muss ich auch aufpassen mit meinem Tankvorrat, weil ich sehe auch nicht so ganz. Ich glaube, ich werde erstmal stoppen und Tankvorrat tanken. Gut, doch, ah, wir sehen auch das. Okay, aber ich mache diese Parlament hier, weil das wird 40 Minuten. Und in der ersten Folge, das geht weiter mit dieser kleinen, ja, Aufschnitt von dieser neuen LKW, der gerade, ja, ich glaube, ich habe mich verliebt mit dieser LKW. Gut, die Farbe ist vielleicht nicht so meine Geschmack, oder doch? Im Rot, ja, doch, das ist auch super gemacht. Okay, wir sehen uns in einer neuen Folge, bleiben Sie dran. Es geht weiter. Nur kurz, dass ich mache jetzt nicht so eine extrem lange Folge. Es bleibt noch an Spannung für die neue Folge. Eine neue Geschmackrichtung. Okay, bleiben Sie dran. Ich wünsche euch alles gut und bleibt gesund. Ciao, mach's gut.